Wir machen heute Fingerfood, ein Klassiker, gefüllte Gurken auf Pumpernickel. Tomatenmark, gibt eine schöne Farbe, ist sehr kräftig im Geschmack. Unser Frischkäse, wieder etwas Sahne, damit die ganze Sache geschmeidig wird. Frische Petersilie, gehackt. Frisch gehackter Thymian, gibt der Sache einen recht rustikalen, aber trotzdem frischen Geschmack. Und natürlich Salz, Pfeffer. Kann etwas kräftiger sein, da wir die Gurken haben. Das Ganze wird jetzt wieder zu einer schönen glatten Masse verrührt. Ich denke, gefüllte Gurken findet man nicht oft. Und dann nehmen wir uns eine schöne frische Gurke. Ich habe hier ähnlich einem Kartoffelschäler einen Schalenhubbel. Kartoffelschäler geht natürlich auch. Ich denke, hat jeder zu Hause. Und damit schneiden wir uns hier ein paar Streifen runter. Ist nur für die Optik. Kann man weglassen. Aber ich denke, es sieht schöner aus. Und dann schneiden wir uns kleine Ecken runter. Ein bisschen schräg, dann sieht das Ganze optisch schön aus. Und auch etwas anders. Und zum Ausstechen für das Innenmark nehmen wir wieder unseren Rundausstecher. Zur Not auch einen Teelöffel. Das geht relativ einfach. Ist keine große Sache. Selbst wenn man durch die Gurke durchkommt, ist das kein Problem. Da wir die dann später auf den Pumpernickel aufsetzen, können wir uns schon drei Pumpernickel vorbereiten. Handelsübliche Runde gibt es direkt in der Rolle. Die sind auch schon geschnitten. Dann kann nichts kaputt gehen. Setzen wir uns jetzt unsere Gurken drauf. Für die Deko bereiten wir uns Radieschen vor. Einfach die Enden abschneiden, halbieren und dünne Scheiben. Das reicht schon. Die nehmen wir, wie gesagt, nachher zum Dekorieren. Und unsere Masse füllen wir uns jetzt in den Spritzbeutel. Hat man keinen Spritzbeutel, kann man es natürlich mit einem Teelöffel machen oder mit einem Eislöffel. Wir nehmen einen Spritzbeutel und füllen damit einfach unsere Gurken. Und zur Dekoration ganz einfach, aber optisch gut. Unsere Radieschen und dann hätten wir das schon fertig. Für mehrere Personen haben wir das schon mal vorbereitet. Das kann man am Vortag machen und einfach kühl lagern. Das hält wunderbar. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de